Form fahren zu können, ist es dem Fallschirmspringer hier des Heeressportvereins Salzburg vom österreichischen Bundesheer. Sie landen. Rausgewunken und da dürfen wir natürlich zurückwinken, während die Eurofighter hier die Landeklappen ausfahren und das erste Mal im offiziellen Programmteil zur Landung ansetzt. Das bei dieser Landebahn und den äußeren Bedingungen tatsächlich. Die Jetzt-Kugel hier an der rechten Seite besonders ausgeführt ist, für die Kameras da hier wachsen sind ausgerichtet. Da sind wir die Eurofighter hereinlanden aus Richtung Ost, also rechts von uns gesehen, sind die Bayern im Anflug und auf ihrer Position zur Schulungsstrecke. Und sie werden uns zu Beginn und kurz das gemeinsame Programm zeigen. Dann werden wir uns mitsehen und abwechseln sein. Diese Tat befindet sich ja noch im Erprobungsstadium. So, ich melde mich wieder aus der Flying. Aber eben die Static Display Variante mit jener in der Luft perfekt hier zu verbinden vermacht. Treten und seinem Team zu tun, rotzig, wie sie es liegt, wie sie seitlich raus schaut und nicht in Kontakt. Nordwesten. Gestern Buschbull, die Landeschirmwerfer und auch die US Army hat 1936 zögernd aus Geldmangel 26 die Untergrenzen bei beiden Füßen nicht dementsprechend aufzunehmen. Man will ja nicht in Wolken und dafür die Orientierung zu Platz zu Boden teilnehmen wird. Oh, da sehen wir. Nicolas Toutakis from Greece. Im Rennen sind wir gemeinsam geflogen, also wir haben mit dem Eurofighter gemeinsam mit der DC-6 bzw. mit der P38 von Ja, gerade vor uns kommt nochmal vorbei die griechische F-16 in der Reihenfolge, der AD-47, dann Thomas Morgan Flugzeuge ausführen können und auch die 80 nach Europa, wo sie zum Pflanzensprühdienst eingesetzt wurde. Eindrucksvoll eine Anlandung in der Sicherungsposition mit zwei UH-8. Lecky Schwarz ist am Steuer, über 11.000 Stunden hat der Seikemur, ein Rettungshubschrauber, der 1953 in den Dienst gepresst hat, mit einer ersten Staffel zum Training, mit einer zweiten Schrauber 1995 den Erstflug durchgeführt, bis dato 383 ausgeliefert, 529 in 23 Varianten bestellt, dementsprechend um. Wenn uns leicht der Allwetter und Nachflugtauge mehr zu gut, der drüben seine Demonstration begonnen hat. Der Erstflug 1978. Checks heben hier ab. Und the first place in Germany.
internationalen Hochkaräter hier und heute bei der Air Power. Oder von anderen Luftfahrzeugen eingespielt werden. Aber ohne Computer ist so ein Fluggerät nicht mehr als was die Piloten hier zeigen. Ja, hier sehr schön koordiniert und ja, kaum. Ja, da kommen sie bereits aus ihrem Vollkreis wieder retour, die 3 D40 und die BC7 der österreichischen Luftstreife am Nordkap. Und instrumentlich bedingen sind sie unter schwierigen navigatorischen Voraussetzungen Richtung Nordkap geflogen. Und erreichen wir das Nordkap am 8. Juli. Achtung, Zirtek steuert jetzt den Verband sicher direkt von Zirtek. Dieser 100 eingesetzt in Linz-Herrsching in der Düsenträgerstadt. Zwei Kanonenbehälter, wo geschossen wird, bis zu 3 cm. Luftlagebild vom Radarbataillon hergestellt, wo Sie sehen, wie viel Luftfahrzeugbewegung vor dem Luftraum von Österreich. Und unglaublich, die hohe Anzahl, die man nicht sieht, aber entsprechend den Vorschriften genutzt werden muss. Und hier kann ich schon vorkommen. Ein Luftfahrzeug wie zum Beispiel eine Flügelspitze von der zur Landung ansetzen. Here we go! Ist eine Manöverübung des österreichischen Bundesheeres. FUU. Oh, ja, hier wieder eine Demonstration von. Das Blut schießt aus den unteren Extremen. Wir werden heute auch noch sehen, den Eurofighter im Dogfight, wie sich der Luftkampf darstellt. Vor den Augen werden wir diesen präsentieren. Gefahren hat. Bravo, jetzt wird das aus dem Fahren an der Videobox zu erkennen. Und die markante Dreifach-Scheinwerferbeleuchtung, die man benötigt für Nachtlandungen, die das Landefeld dann ausleuchten, auch bei einer Landegeschwindigkeit von ca. 300 km pro Stunde. Und darf. Jetzt ist es nämlich soweit. Auf die Eurofighter folgen die.
Mittelfeld blieb der ohne. Täuschkörper, aber der Print ist doch so nahe noch beim Luftfahrzeug, dass es die Lenkwaffe nicht erkennen würde. Aber der Großteil ist nicht. Wirksam, den könnt ihr aber nicht durch Wolzung Anfang der 2010er Jahre so beginnen. 22 der polnischen Luftwaffe wurde auch als nuklearer Träger vorbereitet. Also könnt ihr Hitradio Ö3 bei der Airpower. Wir sind auch gelandet und zwar direkt hier mit. Jetzt kommt der Winter gebunden, der mit einem Spezialprogramm. Danke gesagt, die Weltfigur eines sehr bekanntesten Pianisten-Genies. Muss ein Zwischenlandeplatz angeflogen werden, schon Bundesheer. Und schon werden die Ropes geworfen und ja, Kommandosoldaten seilen sich hier ab, damit sie ganz schnell irgendwo auf einem Gebäude, auf einem Schutzobjekt oder auch für eine Geiselbefreiung abgesetzt werden können. Um, das geht blitzschnell und wie gesagt, wir befinden uns in der tiefsten Nacht. Sie sehen nichts, sie hören eigentlich nur ein lautes Geräusch. Und sobald die Aktion abgeschlossen ist, verschwinden sie so schnell, wie sie gekommen sind. Wie gesagt, sie müssen sich jetzt entweder eine ganz, ganz schwarze Sonnenbrille aufsetzen, das in Österreich zum ersten Mal vorgestellt wird. Es sollte sich noch dieser Wort herauskommen. Kommandosoldaten würden jetzt. Wie wir schon beim Hubschrauberflug gesehen haben. Einzigartige Manöver, die mit dem Hubschrauber ausführt. Kunstflugtaulich. Die das erste Hubschrauber, der in der Lage war, einen Looping zu fliegen. Auch die. Mittlerweile bereit für die große Intercepten-Demo, weil die Falcon 900 schon in die Luft gestartet ist, werden die Eurofighter in Kürze zeigen. Und ich glaube, der erste Fall, der erste Fall, seine leichte Verpflichtung. Und ich würde die Patras Wies, Last of Count, der Wiener Nussel durch die Raritäten abdecken, vor dem Mann. Das ist dann die Einzelne. Wir wissen es nicht, aufgrund der Wetterlage hat sich auch hier das Programm ein wenig verändert. Unser Programmzeichen in der Führerrolle. Beim nächsten Überflug. Haben bei der Su-22 hier beträgt sie, aber nicht veränderbar, 35 Grad. Teilnahme.
Glück. Und wieder. Der Dreidecker, die Fokker Tier 1, wurde von Michael Karlsson persönlich gebaut. Bei 2008 hat er begonnen mit dem Bau. Aktuell baut er wieder an einer Maschine, an einer Pfalz Tier 8. Jetzt da von Westen noch einmal hereinkommt. Ja. Und dann begegnet noch einmal mit Höchstgeschwindigkeit. Beim Start, wenn Leistung gesetzt wird, muss man gegen das Drehmoment. Und die Spitfire, zwei meiner Lieblinge, muss ich sagen. ...24 Varianten wurden von der Spitfire hergestellt. Und dann werden sie mit Topf entstanden. Nicht umsonst hier die spektakulärste Airshow in Europa. Wir versuchen jetzt da mal was, weil die Spitfire. Die 28 Trojan
fliegt bei uns ja sehr viele Booster. Um als Booster zu sortieren, verlieren sich die anderen drei Luftfahrzeuge wieder. Hätten wir die Wolkendeckung in der Form des Leitwerkes, die Einheit dieser Maschine ist, dass sie, wenn man normalerweise zwei Motoren hat, die die Propeller dieselbe Richtung drehen, normalerweise, dass der Schiff einen gewissen Drehmoment, das heißt, die Maschine muss immer auch abweichen in der Richtung. Also der Luft von um die Maschine bewirkt oder erhöht sich einfach dieses Drehmoment. Von 2x2200 PS und ca. 2300 Stück werden vermittelt. Die Hinstellung erfolgte 1972. 24. Die Exportversion davon ist die 35. Mit zwei Piloten ausgestattet in einem Tandem-Cockpit. Nachdem er wieder seine Flares ausgestoßen hat, eine sehr enge Drehbewegung nach unten, wo er die Geschwindigkeit aufgrund des Profils sogar reduzieren kann, obwohl es sehr steil nach unten geht. Die Luftwaffe hier, congratulations and thanks for that display. Flugzeug. Ich bin ein bisschen hinten, weil es gerade so laut war, aber es ist nicht Zeit, dass wir ein bisschen laut sein können. Ich stehe dich rein und dann lasse ich das Knöchel komplett. Ich hätte losbringen sollen. Hört ihr auf? Also, das war's dann mit dem jüngsten Feld der RV19. Wir wünschen weiter einen schönen Nachmittag und viel Spaß mit dem weiteren Display. Und gehen zurück zu Florian und zum Umlauf. Aber jetzt haben wir den Beweis. Selbst ausgelöst. Once again, Patrulla Aguilar. And left away in public position. Saying once again. The women must be remain alert and ready to change. Two, one, go! Fantastic! This model is your attention at the show center. Es- Auf diesen Drachen verbracht. Ja, circa seine 600 Stunden bin ich seit Tagen geflogen. Mit einem einzigartigen Muster sehr schön zu sehen. Der war ca. 1200 Kilometer. Und
ein junger Herr, der jetzt auf die Wand geht, auf das Schiff der Königin, leistungsstärker als ein und dazu mal. Und sie haben damals schon. Und da zieht er seinen Bremsschirm. Paul Ruppeiner landet vom Westen kommend hier rein. Wir schicken dem Rocker. Da sehen wir noch einen Westen und Fahrt auch wieder. Es wird ein Überflug durchgeführt und eine sogenannte Zeitbewegungsformation, das heißt, das ist diese ausgelöste Formation, die du vorher angesprochen hast, also hier, wenn optimale Schichtbedingungen herrschen, dann kann man es auch ein bisschen lockerer nehmen, wenn die Gerüchte bedienen muss, dann muss ich so zu einem Aufgelöber in Darmstadt.